Auf die Plätze, fertig, los! Das war der Startschuss in die neue Saison der Leichtathleten. Erste Veranstaltung im neuen Jahr ist wie immer das Gerhard Schlegel Gedenksportfest, ein Testlauf ausgerichtet vom Berliner Leichtathletikverband. Wir haben, glaube ich, sogar einen neuen Teilnehmerrekord mit knapp über 700 Teilnehmern über die beiden Tage. Gestern waren ja die Älteren dran, heute haben wir die etwas Jüngeren. Und die traten unter anderem in den Disziplinen 60 Meter Hürdenstab, Hochsprung oder Weitsprung an. Dass aber nicht jeder nach der Winterpause und den trainingsfreien Tagen seine Bestleistung gleich abrufen kann, ist auch irgendwie logisch. Also 60 Meter, das war wirklich so schlecht. Ich war fest und alles und Weitsprung war auch nicht gut. Ich bin 5,09 Meter gesprungen und eigentlich springe ich 5,34 Meter und es war wirklich nicht gut heute. Aber genau darum geht's ja. Muskeln lockern, Schuhe einlaufen und sich fit machen für den Sommer. Aber was genau ist denn eigentlich der große Unterschied zwischen Wettkämpfen drin und draußen? Dass die Bahnen kleiner sind, dass die Luft anders auch ist. Und draußen fühle ich mich einfach wohler, weil das irgendwie so, das ist Sommer, das sind die, also das ist das Höchste, also immer die wichtigsten Wettkämpfe sind draußen. Und da freut man sich immer das ganze Jahr drauf. Eigentlich ist es mir recht egal, aber Weitsprung zum Beispiel macht drinnen mehr Spaß, würde ich sagen. Also ist irgendwie, weiß ich nicht, ist angenehmer drinnen. Aha. Da hat also jeder seine Vorlieben, ob drinnen oder draußen. Zeit zum Fitwerden ist noch genug. Der Schlegel Cup 2015 in der Rudolf-Habich-Halle war ja schließlich erst der Startschuss in die neue Saison.